Dies ist das vierte und letzte Video der Reihe zum Calliope Mini. Hier zeige ich euch, was noch alles möglich ist mit dem Calliope und arbeite an einem kleinen Projekt. Jetzt, wo du gelernt hast, wie man mit OpenRobertaLab den Calliope programmieren kann, bist du bereit für die Verwirklichung von eigenen Ideen. Was dir dabei helfen kann, ist das weitere Zubehör für den Calliope Mini. Davon gibt es jede Menge, zum Beispiel diesen kleinen Koffer, der voller Sensoren und kleinen Gadgets steckt. Man kann einen Ultraschallsensor an der Grove-Schnittstelle anstecken und damit Abstände messen, sodass beispielsweise im Arbeitszimmer immer dann das Licht angeht, wenn man sich auf einen Stuhl setzt. Man kann mit einem Feuchtigkeitssensor messen, wie viel Nässe in einem Boden ist und damit eine Erinnerung fürs Tomatengießen einstellen oder sogar eine Bewässerungsanlage bauen, die das automatisch macht. Auch einen Ventilator kann man anbauen, einen Motor, der etwas in Bewegung setzen kann und. Ich will heute etwas bauen, was mir diesen Sommer das Leben etwas erleichtert. Mein Calliope soll nach dem Start freundlich zwinkern und mir ein Liedchen vorspielen. Dann soll der Ultraschallsensor erfassen, ob ich am Schreibtisch sitze oder nicht. Eine Wenn-Dann-Abfrage ist hier nötig. Sitze ich nicht am Tisch, fragt der Calliope: Wo bist du? Ich vermisse dich. Und zeigt ein trauriges Smiley. Wenn ich am Tisch sitze, dann kommt ein Lachsmiley und ein Hallo, schön, dass du da bist. Außerdem soll ein RGB-Licht angehen. Gleichzeitig soll der Calliope die Temperatur messen und ab 24 Grad den Ventilator anschalten. Dieses Programm ist mein Büro-Wellness-Programm. Nun kann man den Calliope noch etwas schöner machen, indem man ein Gehäuse oder etwas ähnliches bastelt. Jetzt kann der Sommer kommen. Da brauche ich vielleicht nur noch einen größeren Ventilator, an den ich den Calliope hängen kann. Vielleicht hast du nun auch Lust bekommen, ein eigenes Projekt umzusetzen. Mit dem Calliope Mini hast du unendlich viele Möglichkeiten. Viel Spaß beim Experimentieren und Programmieren. Danke fürs Reinschauen, Liken und Abonnieren. Ciao und bis zum nächsten Mal.